Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge hier auf Skybounds. Heute kümmern wir uns, na gut, ihr habt es natürlich schon im Titel gelesen, um ein Mini-Opening, ein mini-kleines Opening. Oh lol, da hat gerade jemand in den Warzone alle Chests resettet. Na gut, gut, dass wir gerade nicht da waren. Und ihr seht es jetzt schon im Inventar bei mir. Ich habe hier ein bisschen was gefarmt. 3 Warzone Crates, eine davon kam von Piken LP, dankeschön dafür. Und solche Runen und Relikte. Und die werde ich jetzt gleich öffnen. Ich würde sagen, deine eine Warzone Crate, oder warte, soll ich die öffnen oder willst du die öffnen? Weil warte, ich öffne die Warzone Crate von dir und du kannst das hier machen. Denn den muss man ja nur platzieren. Okay. So, und damit starten wir gleich mal, würde ich sagen. Oh, oh Mist. Ich wollte die Truhe öffnen. Und es kommt raus, ein Enderbow mit unendlich 1. Und, ach so, okay, naja gut, der ist relativ nicht so gut. Und, ach ja genau, das hier habe ich noch gehabt. Das war ein Prismarinspawn auf Level 5, den ich verkaufen wollte, aber niemand wollte es kaufen. Hm, keine Ahnung. So, kommen wir gleich mal zum zweiten, von dem wir arbeiten, so langsam hoch. Danach die Legendaries und danach die Warzone Crates. Oh, ist das? Ah ne, Economy Ticket für 50.000 Stars löse ich gleich ein. Und dann sage ich auch noch was zu meinen Stars, für denen, die es aufgefallen ist. Die werden sich bestimmt schon wundern, denn ich habe ein paar Stars dazu bekommen im Vergleich zur letzten Folge. Oh, irgendwelche Stiefel? Naja, gut. Ist jetzt nicht so gut. Schutz 3, Haltbarkeit 2 ist in Ordnung, aber jetzt nicht so OP. Okay, machen wir mal weiter mit denen. Was kommt da raus? Oh, das sollte gut sein. Oh, es ist ein Diamond Block Seed. 40 Dia-Blöcke. GG, den platzieren wir gleich. Und das nice. Und was kommt da jetzt raus? Irgendein Fragment. Nochmal 50.000 Stars. Easy 100.000 Stars. So, und ihr seht jetzt, ich habe 2,3 Millionen Stars. Ja, ich habe ein bisschen was verkauft, habe auch hier in der Kiste, wie ihr jetzt sehen könnt, da hat sich ein bisschen was geleert, kam auch ein bisschen was dazu, aber hauptsächlich hat sich hier was geleert. Und zwar, ja, habe ich, wie gesagt, ein paar Sachen verkauft und ich habe auch ein paar Sachen verkauft eben. Nein, Spaß, also so ein bisschen ja, im Aha. Wir haben unsere guten Bücher verkauft. Genau, ein bisschen im Aha. Das ganze OP-Zeug, was wir hatten, was wir noch brauchen, verkauft. Denn OP bringt halt nur, wenn man komplett OP ist. Und wenn man so halb OP ist, dann bringt das irgendwie nichts. Und darum ja, haben genau, wir das. Und da jetzt nochmal die Frage, weiß jemand, was das Enchantment Thief, also Dieb macht? Thief, ja genau, hier. Thief. So wird es, glaube ich, geschrieben. Nee, so. Und das auf Level 7, was das macht. Haben wir halt verkauft. Genau. Ob das gut ist? Ja. Genau. Also wir hatten es auf Level 8. Level 8, okay. Dann hatten wir es auf Level 8. Ja, das wäre ganz nice zu wissen. Und jetzt kommen wir zu den Warzone Crates. Die Teile sind nämlich mega cool, weil man da mehrere Sachen rausbekommt. Immer 3 Sachen. Und das erste, was wir rausbekommen, ist... eine Rune. Witzig. Kannst ja gleich wieder öffnen. Okay, das ist witzig. Und noch eine Rune? LOL. Ich habe gerade zweimal hintereinander genau dasselbe gezogen. Okay, das ist witzig. Wir haben irgendwelche Boots bekommen. Was können die Boots? Oh. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich das mit meiner Hose kombinieren kann, die ich hier schon habe. Ist das nicht die? Hä? Was ist das denn? Wo ist denn meine Hose? Hä? Ich hatte mal eine Hose, die gab extra Energie. Habe ich die verkauft? Naja, egal. Die Schuhe sind auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und wir haben immer noch eine Warzone Crate und diese hier ist ja noch nicht fertig. Wir haben irgendwelche XPs bekommen, sind das Player Level. Bottle of Item XP. Lol, damit kann ich meine Spitzhacke sowas von hoch pushen. Das lösen wir gleich ein. Irgendein cooles Buch. Headshot 1. Kein Plan, was das macht. Wenn bei den ganzen Enchantments, wenn mir jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen, wenn das in die Kommentare geschrieben wird. Denn damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Packen, wir haben 25 Kohleblöcke bekommen. Oh mein Gott! Die können wir ja gleich in unseren Ofen reinmachen. Ja. Und ich würde sagen, das mit dem Item XP mache ich jetzt mal auf meine Spitzhacke. Und ihr seht, die hat halt gerade 5000 Item XPs gebracht und hat jetzt kurz vor Level 19 gebracht 2000 XPs. Ich würde sagen, ich öffne nochmal schnell hier diese ganzen Runen. Also die ganzen zwei Runen. Ja, genau, hochlauen. Und. Hui! Es kamen Skelettsporeneier raus. 32 Stück. Das ist relativ nice. Kann man Bohnen mir von bekommen. Aber die Spawn-Eier hebe ich mir auf, bis ich ein Looting-Schwert habe. Und was kam da? Es kam halt nochmal Skelett-Spawn-Eier raus. Also. Jeweils 62. Wir haben jetzt ein Stack Skelett-Spawn-Eier. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Also, du meinst jetzt 32 oder 62? Okay, ich habe irgendwas bekommen. Ein XP-Booster für Pickaxes. Dreimal für eine Stunde. Das ist ganz nice. Das werde ich, glaube ich, demnächst mal einsetzen, wenn ich meine Spitzhacke hochlevel. Spells. So ein Knockback-Spell. Damit kann man Rechtsklick machen und knock dann was? Spieler und Monster 7 Block in Entfernung von 7 Block weg. Ja, sieht so aus. Und dann haben wir bekommen Guillotine 7. Auch ein Immortal Enchantment. Okay. Also, oh, am Anfang Guillotine war die Guillotine 7 hatten wir schon. Ja, Guillotine 7 hatten wir schon, das hat nicht so viel gebracht. Und ich habe jetzt hier zweimal solche XP-Booster. Ich würde sagen, ich kann ja sagen, so ein Datum, weil ich die einsetze oder sowas, falls ihr auf den Server kommen wollt und es ausnutzen wollt, denn ich glaube, die gehen für alle. Und ja, dann kann ich das mal machen. Ansonsten die Bücher, die sind ganz nice. Sind zwar jetzt nicht so OP, aber sie sind nice. Meine Spitzhacke ist jetzt noch ein Level aufgestiegen. Und das Beste, das ist eigentlich das hier. Und falls ihr euch gerade fragt, was das hier oben ist. Ich hatte vor, in Blazebonder zu investieren. Und das hier ist das automatische System. Das wurde vom lieben Benonato HD gebaut. Und damit kann ich auch gleich mal sagen, also von den Leuten her, die auf meiner Insel sind, momentan. Das ist einmal Falken, dann ist das Benonato HD. Der ist jetzt in den Kommentaren wenig aktiv, aber der hilft mir halt oft. Und bei einem neuen Projekt, was ich momentan plane, so ein kleines Community-Projekt, was das wird das werden, hilft er mir mit den Command-Blöcken was zu machen, weil ich mir kein Plugin leisten kann. Oder beziehungsweise nicht weiß, wie man das schreibt. Und ja, darum kommt er auch mit auf die Insel. Außerdem kenne ich ihn persönlich und weiß deswegen, dass man ihm trauen kann. Und ansonsten ist der, keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, ROWTC3 ist das, glaube ich, mit auf der Insel. Der schreibt praktisch unter jede Folge einen Kommentar und das seit, ich weiß nicht wann, kommentiert er jede Folge. Und wenn es nur ein kleines Huhu ist, aber er kommentiert halt jede Folge und ist ultra aktiv auf meinem Kanal. Und das wollte ich halt belohnen und darum ist er auch mit hier auf meiner Insel. Ich überlege mir auch noch, ob ich noch mehrere aufnehme. Das Problem ist halt, also einerseits sind natürlich nicht immer alle online. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn mal alle online sind, dass ich dann zum Beispiel nicht auf meine Insel komme. Das wäre ein bisschen komisch. Und auch noch eine Frage jetzt hier an euch, an meine Zuschauer. Weiß einer, wie man das machen kann, dass man zwei Lieder hat? Denn ich würde gerne Parken so irgendwie Rechte geben, dass er auch auf meine Insel zugreifen kann, wenn ich nicht online bin. Das ist ein bisschen blöd. Oder irgendwas machen, dass man auf die Insel drauf joinen kann, auch wenn man nicht online, wenn der Leader nicht online ist. Denn ich weiß nicht, wie das geht und momentan ist das ein bisschen blöd, denn Packen kann nur drauf auf die Insel, wenn ich nicht online bin. Wenn ich online bin. So, wir haben jetzt hier schon 16 Dia-Blöcke. Achtung, es fährt sich gleich wieder hoch. Ich finde dieses System so geil. Schiebt sich jetzt zusammen und dann geht es wieder eins hoch. Ich will auch mal ein Tutorial zu dem System machen, wurde sich gewünscht. Ah ja, und noch eine Sache, die ich jetzt ansprechen möchte. Oh. Also einerseits habe ich natürlich wieder riesiges positives Feedback bekommen von euch und habe auch seit langem wieder richtig Abonnentenzuwachs. Also habe gestern 7 Abonnenten an einem Tag plus gemacht und das ist irgendwie so eine Kurve, also hier, das ist so mein Abonnentenwachstum. Warte, das hier ist 0. Das hier ist mein Abonnentenwachstum. Und gestern ging das einfach so. Also das war echt krass.
Und dann dadurch, dass natürlich neu hinzukommen, kommen natürlich auch wieder so Sachen wie, du machst das doch vom Baxter. Ey, das war mein Diablock. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Also ich habe keinen Diablock Ich hab das in abgebaut. einer Aufnahme, gell? Vergiss das nicht. Was? Das ist eine Aufnahme? Ja. Das glaube ich dir nicht. So. Und jedenfalls. Dankeschön. Kommt dann so, das machst du doch voll von Banks nach. Banks macht das auch. Jetzt willst du doch nur Abos abstauben. Tja, tatsächlich habe ich bereits auf Skybones begonnen, bevor Banks das gemacht hat. Habe das aber pausiert, weil ich erst das Sky Factory Projekt zu Ende machen wollte. Und ja, jetzt wo das Sky Factory Projekt ein bisschen langwierig wird, weil ich zum Beispiel so einen riesigen Energiekern füllen muss. Der Server läuft schon 20 Tage und hat es knapp über die Hälfte. Und gerade generell nicht so viel zum Zeigen habe, weil vieles schon gebaut ist und ich eigentlich keine Lust auf den restlichen, auf das restliche Zeug habe, weil das so schwierig und total übertrieben ist. Ja, deswegen hatte ich das pausiert, bis ich mit Sky Factory so ziemlich durch bin und wollte danach weiterspielen. Dass Banks das jetzt gespielt hat, kommt mir natürlich sehr gelegen, aber nein, ich habe es nicht nachgemacht. Wenn ihr mal gucken wollt, ich glaube, ich habe mein erstes Video auf Skybounce am 15.12. hochgeladen, 2016. Und Banks irgendwann im Januar oder Februar 2017. Ich glaube, ja, Januar 2017 irgendwann. Das heißt, da ist definitiv ein Unterschied von halben bis einem Monat. Und ich habe das nicht von Banks nachgemacht. Also, wenn, dann umgekehrt, aber das glaube ich eher weniger. Gut. So, damit ist das auch aus dem Gerücht, ist das auch aus dem Gerücht geschafft, alles klar. Ist dieses Gerücht auch aus der Welt geschafft. Werde ich jetzt einfach jede Folge mal erwähnen für die ganzen neuen Zuschauer. Und hier seht ihr jetzt gerade so meine Kiste. Denn ich habe meine Spitzhacke, wie gesagt, auf Level 18 und da droppt mir eine Chance von 10% Eisen. Und da kann man in einer halben Stunde mal easy 2 Stacks Eisen erfarmen. Dias kommt da auch ein bisschen was zusammen. Und ich habe halt so meine Kisten dafür. So, das müsste jetzt der letzte Diablock sein. Und irgendwie habe ich alle Diablöcke. Ich habe mir mal ein paar Diamanten aus der Kiste rausgenommen, damit ich unser Equip machen kann. Okay. Genau. Ah ja, genau. Wir wollen ja noch in die Boss-Zone gehen. Aber jetzt erstmal, wir haben hier noch 40 Diablöcke, von daher. Ja. Haben wir halt noch 40 Diablöcke. Und ich möchte nochmal schnell was zeigen bei dem Haus. Hier von Piken, da haben wir es weitergebaut. Beziehungsweise er hat weitergebaut. Ich habe nur ein was Kleines gebaut, das will ich aber mal zeigen. Und zwar gibt es hier, also einmal hier dieser Eingangsbereich, jede Menge Kisten. Dann geht es hier hoch. Und dann gibt es hier natürlich die Tür von Harry Potter. Und die ist gerade zugeschlossen. Und nur wenn man den geheimen Hebel kennt. Ich gucke jetzt nach unten, dass man es nicht sieht. Peiken, machst du mal auf den Geheimhebel? Also wie gesagt, es ist Okay. hier zugeschlossen. Also, ich versetze mich jetzt in die Lage von Harry Und Potter. Er kann natürlich zaubern, deswegen. ja, genau. Und ihr seht hier, man kommt hier nicht durch. Nur mit dem geheimen Hebel, wenn man den betätigt. Oh, hi. Kommt man da rein. Hier ist dann so eine geheime Kiste für Peiken. Und dann kann man die Tür auch auf und zu machen. Aber wenn sie zugeschlossen ist, dann kommt man da nicht rein und raus. Aber das Ansonsten Beste hier. ist natürlich, dass jetzt alle wissen, wo die geheime Kiste ist. Ja, aber sie wissen nicht, wie man rankommt, außer abbauen. Oh, stimmt. So, ansonsten, hier ist so eine kleine Sitzecke oder soll so eine kleine Sitzecke sein. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch andere Bänke hinkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, mit dem Clawstone hier im Boden, Ja. dem passt das noch nicht so gut. Vielleicht solche Stufen. Mal gucken. Hier ist auch noch so eine kleine Sitzecke mit Büschen dahinter, überall schön Leitern. Und hier so ein Balkon zu einem kleinen Garten. Da kommt noch ein Teilchen, so ein kleiner Hügel, ein kleiner Berg. Und das ist momentan das Haus für Piken, ist noch nicht fertig. Aber ich finde, das hat Ja. Potenzial und wird definitiv Potenzial haben. Ich finde das am coolsten eigentlich, finde ich diese Redstone-Lampen, die nach unten hängen. Und die Idee, dass manche davon an sind und manche aus. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass das auch gut aussehen kann. Ansonsten hier natürlich wieder die Statuen. Bei mir hat sich nichts weiter getan. Ich würde sagen, jetzt cutte ich mal kurz. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich mich bereit bin für die Warzone. Beste Überleitung. Im nun folgenden Part des Videos werdet ihr nicht sehen, wie ich mit Falcon in die Warzone gegangen bin, einmal gestorben bin, danach wieder in die Warzone gegangen ist,
gegangen bin, einen Diatypen geklatscht habe, also wir beide zusammen jede Menge Eisen, Gold gefarmt haben und danach eine Warzone Crate bekommen haben und nach Hause gegangen sind. Na gut, dann öffne ich sie doch. Ganz Spaß. Nein, nein, das war kein Witz. Ich meinte, dass ich das jetzt aufnehme. Nein. Das oh, ich habe ein, einen Bounty Hunter bekommen mit Schärfe 5. 13,25 Attack das Damage. Ist mein Schwert. Gib mir jetzt mein Schwert. Drop es mir. Gib mir jetzt das Schwert. Und ein Immortal Enchantment für Tank 5. Gib mir jetzt das Schwert. Aber das ist doch nicht klar, ob du das bekommen hättest. Na klar. Meine Loot Chest. Meine Warzone Chest. Ja, aber ich hab sie bekommen. Ich will mir jetzt mal angucken, was es ist. Das habe ich bekommen. Ja, das bekommst du wieder, mein Schwert. Oh mein Gott, ist das krass! Und dir gehört es nicht! Ich bezweifle, dass es nicht mir gehört. Ich meine, ich habe die Warzone Crate bekommen. Du durfst es. Also, das Schwert hat Thief drauf. Das heißt, wir könnten mal gucken, was das bedeutet. Ja, oder halt mit dem Schwert sterben und es verlieren. Also, ich werde es jetzt nicht benutzen. Ich würde es verkaufen wollen, dann kriegen wir vielleicht einen Eisengolem-Spawner. Ich würde sagen, okay, das ich sollen... verkauf's jetzt mal. Ich würde sagen, dann kann ich aber nicht einen Eisengolem-Spawner kaufen. Ja, du kannst es verkaufen. Okay, ich würde sagen, da das OP ist. Ich würde so gerne auch OP'en, ey. Slash, wie wir das machen. 1,5 Millionen. Sell, ich mach mal 1. Warte, wir haben 2,3 Millionen, also 1,2 Millionen. Oh, ich kann nicht mehr als 1 Million am Anfang bieten. Als 1 Billion? Als 1 Million am Anfang. Wirklich? Mhm. Cool. Dann biete einfach 1 Million. Ich würde sagen, ey, ich bin so gespannt da drauf. Das Schwert ist richtig OP und solche Auktionen machen immer richtig Bock. Ich weiß nicht, ich glaube, ich stelle mich jetzt hier hin, meine ein bisschen Cobblestone, mach vielleicht mal ein bisschen Werbung. Oder wir gehen in die Warzone. Oder wir gehen in die Warzone, aber was, wenn ich das Schwert dann zurückbekomme? Was? Was? Das ist nicht der Ernst, oder? Was denn? Hier ist ein Diamantschwert mit Verbrennung 1. Hier ja, das, 1. Das liegt daran, weil es so eine Enchantment Challenge gibt. Und auf der Enchantment Challenge muss man, Verzauberung opfern. Und da muss man unter anderem auch ein Dia-Schwert, weiß ich nicht, auf jeden Fall Schwert mit Verbrennung für Opfern. Und da man sonst keine Verbrennung bekommen kann, außer durch Warzone Crates, ist sowas eigentlich die einzige Möglichkeit. Also ist das eigentlich gerechtfertigt. Das ist halt nur so krass, weil das kostet. Rat mal, wie viel das kostet. 1 Million, hab ich schon gesehen. Ja, das ist einfach unmöglich. Was? Da ist ein Legendary Enchantment, gerade für 137 Coins rausgegangen. Tja, ich probiere mal was, ob ich damit auch Schneebälle verdoppeln kann. Na gut, ich muss sagen, da ich jetzt persönlich ein Loch in die Plattform gerissen habe, könnten da geringfügig Schneebälle verloren gegangen sein. Probier's trotzdem mal. Oh mein Gott, hier ist eine Dia-Spezielle Level 20 für 1 Million Coins. Willst du sie kaufen? Nein, ich habe meine auch fast Level 20. Aber mich würde mal interessieren, ob jemand meins kaufen will. Nee. Nein, ich gib mir die mal wieder. Warum? Weil ich testen will, ob die sich verdoppelt haben. Mit Q, nicht mit Rechtsklick. Und zwar alle. Hab ich doch. Du hast 2 gegeben. Mehr hast du nicht bekommen. Hier sind noch ein paar. Drop sie alle. Gut, ich bin jetzt hier oben auf diesem Baukran. Hier oben ist eine Loot-Chest, die ist aber schon gelootet. Und dann kann man von da auf diesen Emerald-Block draufspringen. Hui. Und dann habe ich den Emerald-Block abgebaut. Oh, da ist ein Full-Dia-Typ. Ich habe Angst. Ach so, das bist du. Lol, okay. meine Frage, wie komme ich denn wieder zurück? Also es gibt mehrere Methoden. Also einmal gibt es
die ganz normale, den Flyhack. Die nutzen die meisten. Achso, warte dann kurz, ich lief schnell. Und es gibt slash spawn slash IS. Go. Ja, okay. Flyhack. Ja, nein, ich würde sagen, an dieser auswegslosen Situation beende ich die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.